Für Celeste ist es ein Arbeitstag wie jeder andere. Sie arbeitet als Projektmanagerin in einem Callcenter in Melbourne und zu ihrem Job gehört es unter anderem, entlassene Kollegen und Mitarbeiterinnen aus dem Unternehmen zu verabschieden. Auch an diesem Tag im Juni 2019 muss Celeste einen Kollegen aus dem Gebäude begleiten. Ein Mensch, mit dem sie vorher noch nie geredet hat und den sie nie wiedersehen wird. Doch sie irrt sich. Instagram-Stalking. Als Celeste an diesem Abend von der Arbeit nach Hause kommt, ist sie völlig aufgelöst und vertraut sich ihrer Mutter an, zu der sie ein enges Verhältnis hat und bei der sie noch lebt. An diesem Tag musste sie Luay Seiko nach seiner Kündigung aus dem Bürokomplex geleiten. Sie hat noch nie mit ihm geredet, nicht mit ihm zusammengearbeitet und ihn bisher nur mal flüchtig gesehen. Zur Verabschiedung streckt sie ihm die Hand aus. So wie es Celeste bei jedem macht, den sie aus dem Unternehmen verabschiedet. Doch Luay Seiko hat nicht ihre Hand genommen. Er hat ihr einen Kuss auf die Wange gegeben. Auch Stunden später ist Celeste immer noch außer sich über diese Grenzüberschreitung. Ihre Mutter Aggie versucht sie zu beruhigen. Der Mann ist nun sowieso gekündigt. Sich wegen Belästigung bei ihrem Arbeitgeber zu beschweren, bringt also nichts mehr. Und sie muss den ehemaligen Kollegen nicht mehr wiedersehen. Wenige Tage nach dem Vorfall kriegt Celeste Manno eine Nachrichtenanfrage bei Instagram. Luay Seiko, ihr ehemaliger Kollege, schreibt ihr. Eine Nachricht nach der anderen überflutet plötzlich Celestes Instagram-Postfach, in der ihr der 35-Jährige seine Liebe erklärt. Ich bekomme deine Augen und dein wunderschönes Lächeln nicht aus dem Kopf. Ich bin total verliebt an dich, du faszinierst mich. Ich bekomme dich nicht aus meinem Kopf, bitte sag was, Celeste. Ich habe noch nie so etwas für jemanden in meinem Leben empfunden. Ich bin so verliebt in dich, das ist schon ungesund. Du bist alles, worum sich meine Gedanken drehen. Dein Lächeln, deine strahlenden Augen sind immer in meinem Kopf. Ich bin heute Morgen aufgewacht und alles, woran ich denken kann, sind du und ich. Ich würde dir mein Leben und die Welt schenken, um mit dir zusammen sein zu können. Celeste antwortet ihm nur ein einziges Mal. Hör auf, mich zu kontaktieren. Das ist unangemessen. Bitte respektiere meinen Wunsch und hör auf. Danach blockiert sie Luay Seikos Profil. Sie ist ihren unangenehmen Verehrer endlich los. Doch das ist ein Irrglaube. Es ist erst der Anfang vom Ende. Keine Hilfe. Dass Luay Seiko nicht respektiert, dass Celeste nichts mit ihm zu tun haben will, geschweige denn seine Gefühle erwidert, muss die 23-Jährige schnell am eigenen Leib erfahren. Nachdem sie ihren ehemaligen Kollegen bei Instagram geblockt hat, tauchen plötzlich neue Fake-Accounts auf, die ihr ihre Liebe erklären. Alles Accounts von Luay Seiko. Im Minutentakt erstellt er Profile und schreibt Celeste, während diese kaum noch hinterherkommt, die Account zu blockieren. Ihr Freund Chris und ihre Mutter müssen mit ansehen, wie die 23-Jährige von Tag zu Tag immer mehr unter dem Stalking leidet. Vor allem quält Celeste ein Gedanke. Was, wenn es nicht nur beim Online-Stalking bleibt? Luay Seiko weiß schließlich, wo sie arbeitet. Was, wenn er plötzlich im Unternehmen auftaucht? Was, wenn er ihr hinterher spioniert und rausbekommt, wo sie wohnt? Oder wenn er ihr auflauert und ihr etwas antut? Als das Online-Stalking nicht abreißt und die Nachrichten von Luay Seiko von den anfänglichen Liebesbekundungen mittlerweile in bedrohlichere Nachrichten umgeschwenkt sind, weiß sie Celeste nicht mehr weiterzuhelfen. Sie geht deshalb mit ihrer Mutter zur Polizei, um ihren Stalker anzuzeigen. Doch zum großen Entsetzen der beiden Frauen nimmt sie dort niemand ernst. Der Polizist, der die Anzeige aufnimmt, sagt Celeste, einem Stalking-Opfer ins Gesicht, dass ihr ehemaliger Kollege kein Verbrechen begeht, wenn er ihr Instagram-Nachrichten schreibt. Und somit könne ihr die Polizei auch nicht weiterhelfen.
Laut ihm solle sie die Nachrichten einfach ignorieren. Und wenn sie nicht damit klarkommen würde, solche Nachrichten zu bekommen, solle sie eben kein Instagram-Profil haben. Der Polizist nimmt die Anzeige nicht auf. Er macht sich keine Notizen und nimmt nicht einmal den Namen von Celestes Stalker auf. Als Celeste und ihre Mutter fassungslos die Polizei wieder verlassen, fühlen sie sich hilflos. Sie wissen, dass das Stalking nicht von alleine aufhören wird. Und sie wissen nun, dass ihnen niemand hilft. Ein Ende? Mittlerweile wird Celeste Menno von ihrem ehemaligen Kollegen seit Monaten gestalkt. Immer noch schreibt er ihr täglich bei Instagram mit Fake-Accounts und die Nachrichten werden immer bedrohlicher und sexueller. Celeste, wenn ich einen Tag dir gehören würde, was würdest du tun? Hat sich jemals ein Biest auf dich gestürzt? Eine Frau wie du wechselt doch ständig von einem Schwanz zum nächsten. Du bist echt eine Schlampe. Doch mittlerweile spielt sich das Stalking nicht nur online ab. Celestes größte Angst ist wahr geworden. Luay Seiko wird mehrmals vor seiner ehemaligen Arbeitsstelle gesehen, wie er draußen in seinem Auto sitzt und anscheinend auf Celeste wartet. Er beobachtet sie, verfolgt sie mit dem Auto, bis Celeste ihn eines Tages nicht auf dem Heimweg abschütteln kann. Er weiß nun, wo sein Opfer wohnt. Abermals gehen die 23-Jährige und ihre Mutter deshalb zur Polizei. Diesmal mit mehr Erfolg. Endlich wird ihre Angst ernst genommen. Die Polizei erwirkt eine einstweilige Verfügung, dass Luay Seiko sein Stalking-Opfer nicht mehr kontaktieren darf. Tagelang scheint es so, als würde die Maßnahme der Polizei tatsächlich seine Wirkung erzielen und Celestes Stalker endlich von ihr ablassen. Doch die Erleichterung hält nicht lange an. Ein Monat, nachdem die Polizei eine Gefährderansprache gehalten und ihm einen Kontaktversuch zu Celeste Menno ausgesprochen hat, erhält die 23-Jährige erneut eine Instagram-Nachricht. Es ist eine dreiseitige Nachricht ihres Stalkers. Luay Seiko macht ihr darin Vorwürfe, sein Leben zu zerstören und verlangt von ihr, die Anzeige zurückzuziehen. Er beendet seine Nachricht mit den Worten: Nur du kannst es beenden, Celeste. Bitte beende diesen Unsinn, indem du die Anzeige fallen lässt und die Restriktionen wegen Stalking und Belästigung gestoppt werden. Wenn du die richtige Entscheidung triffst, Celeste, können wir beide weitermachen und bekommen endlich unseren Seelenfrieden. Erneut wendet sich Celeste Menno an die Polizei, da ihr Stalker wieder Kontakt zu ihr aufgenommen hat und die Behörden leiten eine Klage gegen Luay Seiko wegen Stalkings ein. Nach nunmehr einem Jahr des Stalkings ist das scheinbar das Einzige, was Luay Seiko abschreckt. Celeste bekommt keine Nachrichtenanfragen von Fake-Accounts mehr, er lauert ihr nicht mehr vor der Arbeit auf und sie hat seit einem Jahr endlich das Gefühl, wieder ein sicheres Leben führen zu können. Ein Trugschluss. Tödliche Obsession. Nach einem Jahr der Angst und der ständigen Unsicherheit fühlt sich für Celeste Menno ihr Leben endlich wieder normal an. Auch Celestes Freund Chris bemerkt, wie von seiner Freundin die Last von den Schultern fällt, die die beiden seit einem Jahr begleitet hat. Endlich fühlen sie sich wieder sicher, wenn sie unterwegs sind und leben nicht mehr in der ständigen Angst, dass Luay Seiko hinter jeder Ecke auf sie lauern könnte. Nach einigen Monaten, in denen Celestes Stalker scheinbar von ihr abgelassen hat, ändert Chris sein Profilbild bei Instagram in eines von sich und Celeste und auch seine Freundin postet ein Foto der beiden. Sie müssen sich nur nicht mehr verstecken oder in der Angst leben, dass ihr Stalker durchdreht, wenn er sieht, dass Celeste in einer Beziehung ist. Die scheinbar einzige Sache, die er bisher noch nicht aus ihrem Leben herausgefunden hat. Celeste kann nicht ahnen, dass diese vermeintliche Sicherheit ihr Todesurteil werden wird. Während Celeste Menno und ihre Familie gehofft haben, den Schrecken des letzten Jahres endlich hinter sich zu haben, hat die 23-Jährige die gesamte Zeit einen Schatten gehabt. Luay Seiko hat nicht aufgehört, sie zu stalken. Die Anklage hat ihn nicht zurückgeschreckt. Er ist nur vorsichtiger geworden. Ohne dass es Celeste mitbekommen hat, hat er sie weiterhin verfolgt.
Er hat nachts stundenlang vor dem Haus ihrer Mutter gelauert, um ihr Zimmer ausfindig zu machen, und keinen Schritt hat Celeste in der Zeit, in der sie sich sicher gefühlt hat, gemacht, ohne dass ihr Stalker darüber Bescheid wusste. Auch die Polizei hat keine Kenntnis darüber, dass Lay Seiko trotz Anklage immer noch sein Opfer stalkt. Und dass er mittlerweile ein Messer gekauft hat. Seine gefährliche Obsession ist in Hass umgeschwenkt. Als er das Foto von Celeste und Chris sieht, trifft er seine tödliche Entscheidung. Am 16. November 2020 sind Celeste und ihre Mutter Aggie allein zu Hause. Um 3.38 Uhr schreckt Aggie plötzlich von einem lauten Geräusch auf. Es klingt, als hätte jemand eine Scheibe eingeschlagen. Zuerst denkt sie, sie hat geträumt, bis sie ein Keuchen aus dem Zimmer ihrer Tochter hört. Sie rennt sofort zum Zimmer ihrer Tochter. Sie sieht Glasscherben auf dem Boden. Überall ist Blut. Und Celeste liegt schwer verletzt in ihrem Bett. Unter Schock alarmiert Aggie sofort den Rettungsdienst und die Polizei, ohne überhaupt begreifen zu können, was sich gerade in ihrem eigenen Zuhause abgespielt hat. Innerhalb von 2 Minuten ist Lay Seiko in ihr Haus eingebrochen. Er hat das Fenster von Celeste mit einem Hammer eingeschlagen, ist mit einem Messer auf die schlafende 23-Jährige losgegangen und hat 23 Mal auf Celeste eingestochen, bevor er flüchtet und direkt zur nächsten Polizeistation fährt, um sich zu stellen. Lange müssen Celestes Mutter, ihr Vater, ihre Brüder und ihr Freund auf den Prozess gegen den Mörder von Celeste warten. Immer wieder lässt Lay Seiko den Prozess verzögern, indem er nicht persönlich zu wichtigen Anhörungen erscheint und sich stattdessen nur anwaltlich vertreten lässt. Nach seiner Verhaftung behauptet Celeste Stalker, dass er sich nicht an die Tat erinnern könne. Und das, obwohl er sich selbst direkt nach dem Mord gestellt hat. Celestes Mutter, die sich während des Wartens auf den Prozess gegen den Mörder ihrer Tochter in den Fall eingearbeitet hat und auch weitere Stalking-Fälle studiert hat, ahnt bereits, was Lay Seiko versucht. Er will auf Schuldunfähigkeit plädieren. Celestes Mutter soll Recht behalten. Insgesamt 4 psychiatrische Gutachten werden von Lay Seiko angefertigt, in denen er erzählt, dass ihm eine Kreatur namens Isha erschienen sei, die ihm befohlen hätte, Celeste zu töten. Alle Gutachten kommen jedoch zum selben Ergebnis. Die Halluzinationen sind ausgedacht. Ein kläglicher Versuch, seiner Strafe zu entkommen. Die psychiatrischen Gutachten bestätigen jedoch, dass Lay Seiko an einer Persönlichkeitsstörung, einer Körperdysphorie sowie an Depressionen leidet. Doch nichts davon hat sein Urteilsvermögen beeinflusst oder einen Kontrollverlust verursacht, wie auch das Vorgehen der Tat zeigt. Er hat Celeste 18 Monate gestalkt. Er hat ihr 140 Nachrichten geschrieben. Er hat unzählige Fake-Accounts auf Instagram erstellt. Er hat das Bild von Celeste und ihrem Freund gesehen und ist daraufhin ein Messer kaufen gegangen, um sie zu töten. Lay Seiko hat gewusst, was er tat. Erst Anfang 2024 beginnt der Prozess gegen Lay Seiko in Melbourne, in dem er schließlich gesteht, Celeste Menno erstochen zu haben. Allerdings betont er, dass er angeblich nicht 23 Mal auf sie eingestochen habe. Einige der Schnitte seien durch Glasscherben verursacht worden. Warum er darauf Wert legt, kann er selbst nicht beantworten. Und die Obduktionsergebnisse zeigen deutlich, dass 23 Stiche von seinem Messer verursacht worden waren. Lay Seiko zeigt weder Reue noch Emotionen, als er vor Gericht steht. Auch nicht, als er wegen Mordes zu mindestens 30 Jahren Haft verurteilt wird. Für Celestes Hinterbliebene fühlt sich das Urteil an, als würden sie ein zweites Mal vom System im Stich gelassen worden sein. Nachdem die Melbourner Behörden zu Celestes Lebzeiten bereits einem Stalking-Opfer keine umfassende Hilfe geleistet haben, hat ihre Familie nun gehofft, dass Lay Seiko wenigstens zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Doch die psychischen Erkrankungen von ihm haben sich mildernd auf das Strafmaß ausgewirkt. Eine Entscheidung der Vorsitzenden Richterin, die Celestes Mutter nicht nachvollziehen kann. Sie sagt, das Gericht beschloss, ihm Gnade zu gewähren, obwohl er gegenüber Celeste keine Gnade zeigte. Ganz offensichtlich war sein Recht auf Gnade wichtiger als ihr Recht auf Leben. Doch eines kann ihr kein Urteil nehmen. Die eigene Schuld, die sie seit dem Tod ihrer Tochter selbst quält, was sie vor Gericht unter Tränen berichtet.
Die einzige Person, die ich mehr hasse als Luay Seiko, bin ich selbst. Er hat nicht nur mein Ein und Alles ermordet, er hat es getan, als sie in meiner Obhut war. Er hat mein Selbstwertgefühl und die Annahme, eine gute Mutter zu sein, für immer zerstört. Er hat mir ein Leben voller Selbsthass, Schuldgefühle und Reue hinterlassen.